Ich bin Ralf Diefenbacher und wohne mit meiner Familie in Weingarten nahe Karlsruhe. In meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne mit Malerei. Ich liebe es, Landschaften in Pastellkreiden, in Aquarell, in Öl oder in Kohle darzustellen. Ich male seit frühester Jugend. Am liebsten male ich Landschaften. Die Motive dafür finde ich überall. Oder besser gesagt, eigentlich finden die Motive mich. Es kann mir überall passieren, dass mich ein Motiv geradezu anspringt und ich weiß, genau das muss ich malen. Das heißt nicht, dass ich es sofort malen muss, aber wenn ich Glück habe, habe ich eine Fotokamera dabei oder einen Skizzenblock. Meist bleibt aber viel zu wenig Zeit, um eine Skizze auszuführen. Es kann sein auf Spaziergängen, auf Wanderungen, es kann sein beim Fahren im Auto, im Zug, mit dem Fahrrad, egal wo man da unterwegs ist. In der Regel reicht ein kleiner Augenblick und man weiß, dieses Motiv möchte ich malen. Wenn dieser Augenblick nicht reicht, dann suche ich den Platz zum späteren Zeitpunkt nochmals auf, insbesondere dann, wenn mich dieses Motiv mit einem besonderen Licht interessiert. Und Licht, das ist das, was mich bei der Malerei am allermeisten fasziniert. Das kann eine bestimmte Luftperspektive sein oder Lichtstrahlen, die durch Dunst durchbrechen oder wie Licht durch Wasser in verschiedenen schnellen Bewegungen gespiegelt wird. Das ist genau das, was ich mit meiner Malerei rüberbringen möchte und das, was dann nachher auch die Atmosphäre erzeugt. Zu Hause arbeite ich dann nach diesen Vorlagen, Skizzen, Fotos und vor allem nach meiner Fantasie. Meist arbeite ich an mehreren Bildern gleichzeitig. Das heißt auch, dass jedes Bild seine Phasen hat. Es gibt auch Phasen, in denen ich vom kleinen Format auf riesige Formate wechsle. Und zwar immer dann, wenn wir für die Weingartner Theaterkiste Bühnenbilder produzieren. Sehr gerne berate ich die Käufer meiner Bilder bezüglich Rahmung und Präsentation direkt vor Ort. Sich zu überlegen, wie das Bild am besten gerahmt und präsentiert wird, ist aus meiner Sicht ein wichtiger Teil des Kreativprozesses. Die Bildwirkung kann man mit einer passenden Rahmung nämlich nochmal erheblich steigern. Erst wenn es mir mit meiner Malerei auch gelingt, das Gefühl des Betrachters anzusprechen, ist ein Bild für mich wirklich gelungen.